Dönergesetz in der EU. Jetzt drohen Hammerpreise. Das sind die Top-News des Tages. 131 neue Polizisten sind ab sofort auf Wiens Straßen unterwegs. 274 weitere starten mit der Grundausbildung. Jetzt gab es im Schloss Schönbrunn die zahlenmäßig größte Aufnahmefeier der Wiener Polizei. Mit dabei waren auch Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Kahner. Die Polizei sucht weiter dringend Personal. Österreich ist beim Bahnfahren Nummer 3 in Europa. Mit 1.444 gefahrenen Bahnkilometer pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr 2022 ist man dicht hinter Frankreich mit 1.447 Kilometern. Platz 1 bleibt mit Abstand die Schweiz mit 2.195 Bahnkilometer pro Einwohnerin und Einwohner. Bestes Bahnjahr war für Österreich übrigens 2019 vor der Pandemie mit 1.507 Kilometer pro Kopf. Ein türkischer Lebensmittelproduzent will den Döner EU-weit als eine garantiert traditionelle Spezialität schützen lassen. Ziel dieses EU-Siegels ist es, Mindeststandards an Qualität bei einem Produkt zu gewährleisten. Wird der Vorschlag von der EU-Kommission angenommen, droht eine weitere Dönerflation. Denn die Dönerproduzenten wären dann bei der Auswahl ihrer Zutaten und Zubereitung deutlich eingeschränkter als bisher. Zum Beispiel könnte vorgeschrieben werden, wie dick das Fleisch sein muss. Was für weitere Richtlinien drohen könnten, findest du über den Link in der Bio.